Scheiß auf geistige Geschwister. Mein kleiner Puffy hier ist in der Lage, innerhalb von 2 Sekunden alles über den Kerl herauszufinden, was du wissen musst. Wenn Puffy anfängt zu kläffen, ist er ein Loser. Und wenn Puffy ihn mag, Schätzchen, dann sieh zu, dass du ihn dir warm hältst. So ist es doch, Puffy. Ja. Oh, Pufferball hat's gern, wenn man ihm das kleine Bäuchlein krault. Das ist unbegreiflich. Er hat was gegen Fremde. Er mag vor allem keine Männer. Er mag keine bösen Männer. Ist das so? Er weiß, dass Sie ein Tierfreund sind. Das sind Sie doch, nicht wahr? Ah, Sie haben mich ertappt. Wissen Sie, in Nepal, da nennen mich die Einheimischen Kintante. Das bedeutet, ein nobler Mensch, der von vielen Tieren geliebt wird, welche er dafür auch liebt. Möchten Sie vielleicht einen Tee oder sowas? Ich nehme ein Bierchen, wenn Sie eins haben. Lässt sich einrichten. Ach, Magda, kannst du mir nicht kurz helfen? Oh ja, natürlich, selbstverständlich. Kintan-Tee. Puffer mag keine bösen Jungs, nicht wahr? Puffer? Puffer? Puffer, wach auf, mein Freund. Wollen Sie etwas Krebsdip mit Crackern? Nein, danke. Ich hätte aber gern Pfannkuchen, wenn es keine Mühe macht. Pfannkuchen? Ja, genau, gerne. Komm schon, Puffer, du darfst noch nicht in die Kiste. Okay, dann kriegen Sie einen Heineken. Wir haben noch ein paar Kekse gefunden. Was halten Sie davon, Schätzchen? Oh mein Gott. Er hat ihn eingewickelt wie ein kleines Baby. Ihm war etwas kühl.